Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Wir schauen uns ein neues Video von TJ Beastboy an. Tadel hat einen neuen Song rausgehauen, beziehungsweise ein neues Video. TJ Beastboy, Cap Down plus Endorphin, Beats by Young Kira und Outer Key. Ich würde sagen, ich bin extrem pumped. Ich bin sehr gespannt, was jetzt für eine Art von Song auf uns zukommt oder was für eine Art von Songs. Ich würde sagen, gehen wir direkt rein. Nachdem das letzte Lied so hart in die ins Face reingegangen ist, Alter. Okay, es hört sich schon richtig laid back und entspannt an. Ich bin gespannt, in welche Richtung es jetzt gehen wird. Cap down, okay. Ich kann schon direkt relaten, Alter, was geht ab? Also, das ist einfach manchmal so crazy ist und man einfach keinen Bock auf nichts hat und einfach so die Augen davor verschließt, auch wenn es nicht besser macht. Trotzdem auch relatable an der Stelle. Geh mal rein. Nochmal. Okay, also es geht anscheinend wirklich darum, dass er einfach keinen Bock hat auf irgendwas, einfach sein eigenes Ding durchziehen will, dass er, keine Ahnung, keinen Bock hat mit irgendwelchen Leuten abzuhängen, Ich meine, im Prinzip schwingt auch ein bisschen mit so, die geben dir eh nicht mal genug Respekt, dass sie dir ins Gesicht zurückschauen, in die Augen. Von dem her, Junge, es ist schon sehr moody, es ist richtig entspannt. Ich glaube, es kann, also vom Vibe her auch extrem entspannt. Ich glaube, das kann ich mir auch regelmäßig wirklich einfach so gönnen, weil, keine Ahnung, stresst gar nicht, Alter, richtig nice. Pulli Cap Down, ich schau nicht eine, wenn die Augen mal sowieso alle wegschauen. Pulli Cap Down, laufe durch die Menschenmenge und für mich alleine, ich bin Cast Out. Lauf durch die Menschenmenge und bin doch allein ein Cast Out. Okay, fühlt sich auch so ein bisschen so wie ein Gestrandeter, so quasi von den Leuten, obwohl er bei denen ist, so dieses Paradoxe, dass er, obwohl er bei den Menschen ist, dass er trotzdem so alleine ist. Zum einerseits, weil er auch keinen Bock auf die ganzen Leute hat, aber andererseits, weil er auch so, ja, wie sagt man, ausgestoßen ist. Cast Out ist ja ausgestoßen. Ja, okay, geil. Also ich relatable ein bisschen. Nicht komplett, aber in großen Teilen würde ich sagen, ja. Sehr geil. Fühle ich bisher komplett. Pulli Cap Down. Tritt mich in die Straßen, ich bin immer nur am Schatten und geh jedem aus dem Weg, wenn ihr in Stimme gut zu labern. Ich bin weder ein Engel noch wachsen mir auf meiner Chance 2 oder bin nur ab und zu ein Lucky Loser, so wie Timmy Turner. Alter, was geht alles ab? Okay, wir gehen nochmal rein in die Lines. Also ist in meinem Schatten, kein Bock zu labern, das ist auch das unterstreicht, was ich jetzt vorhin auch so ein bisschen interpretiert habe in den Song, dass er einfach so einfach alleine gelassen wird, kein Bock auf den ganzen Stress von den Leuten hat, auf das, was sie labern. Okay. Pulli Cap Down. Tritt mich in die Straßen, ich bin immer nur am Schatten und geh jedem aus dem Weg, wenn ihr in Stimme gut zu labern. Ich bin weder ein Engel, noch wachsen mir auf meiner Chance 2 oder bin nur ab und zu ein Lucky Loser, so wie Timmy Turner. Fühl mich nur ab und zu ein Lucky Loser wie Timmy Turner. Ja, aber kennt man das noch? Ist das nicht von Cosmo und Wanda oder so? Oder Helfen der Elfen? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ja, das kennt bestimmt eh keiner mehr, oder? Aber schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn ihr das noch kennt. Wenn nicht, auch. Oder drei bestimmten Plätzen bei meiner Frau, Mama, meiner Tochter und auf ihn zu Mädels ausgewandt und in der Klemme tausendfache Stimmungswechsel von meiner Future Me werde ich ausgelacht, wie ich mich kenne. Okay, auch wholesome hier diese Line. Ja, er ist sehr schnell unterwegs, dass er... Wir gehen nochmal rein, dann fasse ich nochmal zusammen. Mädels ausgewandt und in der Klemme tausendfache Stimmungswechsel von meiner Future Me. Okay, seine Wholesome auch noch, seine Hommage an seine Frau und an sein Kind, dass er nur sich bei denen halt am wohlsten fühlt, obviously, aber trotzdem ist es schön, dass er das ja nochmal in einen Song raus hat. Wholesome. Okay, das ist sehr entspannt. Bist ja wirklich einfach komplett laid back. Einfach alles mir egal. Kein Bock auf euch, kein Bock mit euch zu labern. Weiß ich nicht. Habe ich auch oft genug die Mood. Also von dem her sehr strong bisher. Okay, was war das jetzt? Stand da der Titel? Endorphin dann wahrscheinlich, oder? Das erste war
Cap down, it's Endorphin. Die Titans im Fernsehen, mir einerlei, wenn sie haten, ist nicht meine Time, die sie wasten. Slam Dunk. Oh, ist aber auch eine geile Message. Also zum einen schön, dass im Musikvideo seine Frau und sein Kind noch vorkommen. Also einfach generell wholesome Vibe hier jetzt. Und auch, dass er keine Zeit hat zum Haten oder keine Kraft. Im Prinzip bringt sie mir auch nichts, ne? Also sollen die anderen ihre Time wasten damit. Geile Message bisher. Boah, ist schon strong, wirklich. Aber ist halt auch komplett true, zusätzlich. Slam Dunk, Touchdown, alle anderen sehen alt aus. Ich bin erwacht aus dem Albtraum, hab keinen Platz für Hass, der sich anstaut. Look at the numbers I make now, was ich mach, wird massenhaft verkauft. Das ist hart und gibt da keinen Damn drauf. Wenn du lachen kannst, bin ich erst proud. Was für dich. Oh, das ist wirklich, also hier nochmal mehr so, wie sagt man so, dass er Ehre zollt seiner Frau. Ich weiß gerade nicht, wie ich es besser ausdrücken soll, dass er jetzt sagt so, das ist für ihn eine der wichtigsten Sachen, dass wenn sie lachen kann und dass sie glücklich ist. Lachen ohne dich, Rapper. Und hätte bist, aber wärst du nicht der Anker, der du bist, hätten all die Wellen mich lang schon weggewischt. Und hier auch nochmal die Wertschätzung an seine Frau, vielleicht war das Wort, was mir vorhin gefehlt hat. Die Wertschätzung, wenn sie nicht wäre, dass sie, also weil sie ist der Anker für ihn, dass er schon längst so quasi untergegangen wäre. Auch geile Message, sehr wholesome. Ich wünsche den beiden nur das Beste. Also mich freut es wirklich, dass sie ja so harmonisch auch wirken. Alter, die Hook ist aber auch übel geil, wa? Junge, ich dachte nicht, dass ich mal so eine Art von Hook voll höre von Tadde. Wie nice das denn? Das war auch eine krasse Transition. Also ich muss sagen, es ist jetzt wirklich einfach nur positive Mut gefühlt hier. Das erste war ein bisschen so, ja, lasst mich einfach in Ruhe, ich habe keinen Bock auf euch. Und das zweite ist mehr so, ja, hatet so viel ihr Bock habt, ganz ehrlich, juckt mich eh nicht. Ich habe auch gar keinen Platz oder gar keinen Time, um irgendjemanden zu haten. Das wasted war einfach, weiß nicht, einfach nice Mut, nice Message. Fühle ich wirklich komplett strong. Ey, so geil, wirklich. Übernice. Lasst Tadde wirklich auf jeden Fall einen kostenlosen Sub auf YouTube da. Hört bei ihm rein. Auf Spotify wahrscheinlich oder auf den Plattformen, auf denen er das veröffentlicht hat. Werde ich auch machen. Wenn euch die Reaction gefallen hat, lasst mir gerne auch einen kostenlosen Sub auf YouTube da. Und einen kostenlosen Follow auf Twitch. Würde mich sehr freuen.